willkommen zur Heute-Show. Danke. Ja, kein Wunder, dass die Menschen so euphorisch sind. Mir geht's ja so ähnlich. Ne? Mir geht's ja so ähnlich. Ich bin ja auch noch total aufgewühlt innerlich. Heute absolute Weltpremiere. Zum ersten Mal in der Geschichte des Homo sapiens wurde ein Schlichtungsgespräch live im deutschen Farbfernsehen übertragen. Und womit? Mit Recht. Denn schließlich geht es um nichts Geringeres als einen Bahnhof, meine Damen und Herren. Stuttgart 21. Hier für Sie die Höhepunkte des heutigen Schlichtungskrimis. Bevor ich dazu etwas sage, möchte ich aber alle aus der Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger, ebenfalls herzlich begrüßen und will auch noch mal mitteilen, dass die Gespräche, die wir hier führen, öffentlich sind in einer Form, wie das bisher so noch nicht der Fall war. Die Küche meldet, das Essen sei warm. Ja, das ist doch mal eine super Nachricht, meine Damen und Herren. Hauptsache. Ja, wenn das da so weitergeht, müssen die am Ende mehr für die Schnittchen bezahlen als für den verdammten Bahnhof. Na, und sie müssen die Türen im Schlichtungsraum breiter machen. Stundenlang ging das da heute, wirklich ein Feuerwerk von Flipcharts, von Fakten, von Zahlen, noch mehr Zahlen. Kein Mensch sagt, dass Demokratie Spaß machen muss, meine Damen und Herren. Gut, ich muss jetzt ehrlich sein, ich gucke sowas ja nicht mehr selber. Ich bin ja nicht bescheuert. Ne? Wir haben hier bei der Heute-Show so einen Raum. Da sind, müssen Sie sich vorstellen, so Studenten angekettet. Und die glotzen für uns. Hier zum Beispiel der Klaas Ohle. Der studiert Sanitärpädagogik im 14. Semester. Und der hat den ganzen Tag für uns diese Schlichtung in Stuttgart verfolgt. Seit 10 Uhr vormittags ununterbrochen. Und das ist der Klaas Ohle dann um 18 Uhr, meine Damen und Herren. Guter Mann. Wird übrigens morgen 23. Ja, wir bleiben da dran an dem Thema und ich sage Ihnen, ganz egal, wie viele Studenten es uns kostet. Ja, auch eine Sendung, die wie diese hier gern zum Schmunzeln einlädt, muss Platz haben für Trauer. Denn ein langjähriger Gefährte ist von uns gegangen. Multikulti ist tot. Multikulti, ich verstehe das nicht, Multikulti war doch noch so jung. Montag habe ich ihn noch angerufen und einen Döner mit alles bestellt. Ne? Und heute lese ich sowas hier in der Zeitung. Nach langem und schwerem Dahinsiechen in tiefster Trauer. Vater Kevin, Mutter Aische, Tochter Svetlana und Sohn Mboko. Ja, das Leben geht weiter. Und während die einen trauern, hat der Sterbehelfer von Multikulti, Horst Seehofer, richtig Spaß in den Backen. Ne? Der bewegt sich im Moment ohnehin irgendwo zwischen Berufsquerulant und Klassenkasper. Ich verstehe von Politik relativ wenig. Ja, wo er recht hat, ne? Jetzt verstehe ich auch, warum der neulich einen Zuwanderungsstopp gefordert hat, weil er keine Ahnung hat, klar. Ne? Andererseits in seiner Partei, dieser CSU, da gibt's ja noch ganz andere Patienten. Ne? Menschen, die in den Großstädten leben, in den Wohnblocks, in der 12. Etage, die fremden Geräusche, Gerüche und Anblicke jeden Tag neben sich haben, die denken da völlig anders. Nein. Nein, Herr Uhl, wenn's im 12. Stock komisch riecht, dann liegt das nicht an den Ausländern, sondern an der deutschen Oma, die nie von ihren Enkeln besucht wird und seit Monaten tot in der Küche liegt. Aber das ist eben CSU-Style. CSU-Style, also Vorurteile bekämpfen, indem man Vorurteile schürt. Gibt's vielleicht mal konstruktive Vorschläge, zum Beispiel von der Basis? Was machen wir mit denen, die sich nicht integrieren lassen wollen? Ich sage nur, entschuldigen Sie, wenn ich das so hart sage, raus mit Ihnen, raus mit Ihnen, raus mit Ihnen. Und was machen wir mit denen, die ständig aus dem Altenheim ausbüchsen? Wieder rein mit Ihnen, rein, rein, rein. Ne? Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Nein, wirklich jetzt mal, hallo.
Das kann ja nun nicht die Lösung sein, Freunde. Wenn wir jetzt jeden rauswerfen, der sich nicht interagieren will, der unsere Sprache nicht sprechen tut oder der nicht qualifiziert ist, dann wo kommen wir denn dann hin? Ne? Was denn mit euch handeln zum Beispiel? Könnt ihr Deutsch? Nein. Ah, habt ihr was studiert? Nein. Eine Lehre gemacht? Auch nicht. Könnt ihr überhaupt irgendwas? Ja. Raus mit ihnen! Raus, raus, raus! Brauchen wir hier nicht solche Mützenmänner. Nix können. Ihr wollt euch ja nicht mehr interagieren. Entschuldigung. Hab mich kurz gehen lassen. Ja, die meistgedruckte Reporterphrase war diese Woche die Lufthoheit über den Stammtischen, die sich die CSU doch redlich verdient hat, indem sie dem Stammtisch nach dem Munde redet. Aber wie genau funktioniert so ein Tisch eigentlich? Dazu begrüße ich meine neuen Stammtischbrüder Albrecht Humboldt und Christian Ehring, meine Damen und Herren. Oh, guck mal, das ist ja... Ah, Kinder... Ist das urig hier? Guten Abend, die Herren. Spielen wir hier Laberskat oder was? Karten nehmen, Fresse halten. Entschuldigung, mein Fehler. Ich war noch nie bei so einem Stammtisch. Darf man denn hier rauchen? Nee, hier muss man rauchen. Ah, das wusste ich auch nicht. Was trinken wir denn? Ach nee, Cognac? Humboldt. Das ist hier ein Stammtisch und nicht der verschissene Opernball. Wirklich? Meine Güte. Ja, oh. Nee, komm, dieses Proletengesöff. Also, ich vertrage nichts, was weniger als 50 Euro kostet. Ja. Sorry, Albrecht, aber Bier gehört dazu. Prostata, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Stößchen. Ja, oder so. Hm. Dann kann es ja losgehen. Ich würde sagen, ich hake jetzt erstmal die klassischen Stammtischparolen ab, dass wir die weg haben. Ich habe mir die extra aufgeschrieben. Also Achtung. Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen. Die sind doch alle vom Stamm Nimm. Und kannst du alle in einen Sack stecken, triffst du immer den richtigen. War das okay so? Nein, viel zu sachlich. Am Stammtisch muss man sich aufregen. Laut und grundlos, ja? Der Seehofer hat ja wohl völlig recht. Die sollen sich mal um die deutschen Arbeitslosen kümmern, nicht immer nur um die Ausländer. Genau. Viele von den Ausländern, die sind ja aus dem Ausland. Ja, ist gut. Mein Gott, Hummer, brüllen Sie mir nicht so ins Ohr hier. Entschuldigung. Seehofer, wenn ich das schon höre, auf einmal hat der Mann ein Herz für deutsche Langzeitarbeitslose. Was hat er denn je für die getan? Ich habe das mal nachgeschlagen für die Sendung heute. Schwarz-Gelb kürzt die Arbeitsförderung für Hartz-IV-Empfänger demnächst um 1,3 Milliarden Euro. So. Was war das denn? Ja, das waren die Fakten. Fakten? Sind Sie schwul oder was? Das ist hier ein Stammtisch. Genau. Schwule Sau. Ja, dann geh doch ins Ausland zu deinen Ausländern. Aber das geht jetzt vielleicht doch ein bisschen weit hier. Nee, sowas wird man in Deutschland ja wohl auch mal sagen dürfen. Verdammte Hacke. Warum ist denn der Typ auf einmal so aggressiv? Ich sag doch nur, sagen kann man als Politiker alles Mögliche. Wichtig ist, was man tut. Oder wie ihr beim Fußball sagen würdet, entscheidend ist auf dem Platz. Ja, genau. Richtiges Stichwort. Sag mal, Albrecht, sag mal, was ist eigentlich das? Sag mal, was ist in der Liga eigentlich mit Schalke los? Sag mal. Hier ist eine Katastrophe. Das ist so traurig, die Saison. Dabei ist doch Schalke so wichtig für die Region. Ja, ja. Das ist nur ein bisschen. Absolut, absolut. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab, Freunde. Unser Thema war Integration. Ja, die Regierung erzählt jetzt ständig, wie wichtig Integration wäre, gibt aber nächstes Jahr 15 Millionen weniger für Integrationskurse aus, für Ausländer. Das ist doch Heuchelei pur. Das ist Fakt. Tja, da wisst ihr nicht, was ihr darauf sagen sollt, ihr Stammtisch-Hongs, ne? Ja, sicher wissen wir, was wir darauf sagen sollen, oder? Albrecht, selbstverständlich. Worauf sagen wir? Olli Welke ist homosexuell, homosexuell, homosexuell. Olli Welke. Albrecht Humboldt und Christian Ehring, meine Damen und Herren. Das ist mir entschieden zu blöd. Über dem Tisch will ich gar keine Lufthoheit. Kennen Sie eigentlich Ilse Aigner? Nicht? Es macht nichts, ist nur unsere Ministerin für Verbraucherschutz. Die hat wirklich jeden Tag bis zu 3 gute Ideen, würde ich mal schätzen. Diese Woche zum Beispiel einen Internetpranger für die Lebensmittelindustrie. Denn die versucht ja wirklich, das wissen Sie, mit allen Mitteln zu tricksen und zu schummeln. Und damit herzlich willkommen bei Hobbytick Spezial zum Thema Basteln mit Fleischabfällen. Schinken. Einige Hersteller kleben den zusammen aus Reststücken mit Transglutaminase.
einem Enzym, das nicht gesundheitsgefährdend ist. Es sorgt dafür, dass aus vielen kleinen Stücken wieder ein ganzer Schinken wird. Aber der Verbraucher erfährt nicht, dass es jetzt nur noch Klebefleisch ist. Klebefleisch? Ich dachte mal, Klebefleisch sieht so aus. Klitschkos Gegner vom letzten Wochenende. Widerlich. Übrigens, Klebefleisch machen. Ich weiß nicht, ob Sie es mal probiert haben, aber Klebefleisch machen, das ist überhaupt nicht schwer. Ich zeige Ihnen das mal. Einfach ein paar Fleischabfälle. Tier ist egal. Ne? So, dann ein bisschen was von diesem gerade erwähnten Klebeenzym dazu. Muss es natürlich genau dosieren. Moment. Und ab geht er. Es lebt! Oh! Verdammt, muss doch mehr von der Klebeschlotze nehmen, glaube ich. Nennen Sie mich Professor Frankenschwein. Man darf aber natürlich Internetpranger hin oder her in Sachen Lebensmittel auch nicht völlig hysterisch werden. Entscheidend ist, dass unser Essen in Deutschland, was wäre das beste Wort, natürlich bleibt. Natürlichkeit meint, aus tierischem oder pflanzlichem gewonnen, wie Milben, Schimmelpilze oder Holzabfälle. Mmh. Holzabfälle mit lecker Milbendressing. Ja, ist nichts für mich. Aber jetzt mal ehrlich, bei dieser ganzen Lebensmittelpanscherei, haben die Hersteller von solchen Lebensmitteln denn gar kein schlechtes Gewissen mehr? Diese Deklaration, die Sie auf unserer Verpackung finden, deckt sich absolut mit den Vorschriften des Lebensmittelgesetzes. Und damit sind wir auf der sicheren Seite. Moralisch kann man Ihnen aber doch vorwerfen, dass Sie was behaupten, was so gar nicht richtig ist. Wissen Sie, Moral, ich möchte mich jetzt mit Ihnen nicht über den Begriff der Moral unterhalten. Natürlich nicht. Moral. Moral schmeckt scheiße und lässt sie nicht verkaufen. Ich begrüße unsere Klebefleisch-Expertin Tina Hausten. Tina, werden wir alle von der Lebensmittelindustrie verarscht? Ach, Papalapap, Oliver, wir sind doch selber schuld. Der deutsche Kunde kauft nach der Devise Hauptsache viel und billig. Natürlich. Betrachten wir zum Beispiel die klassische Pizza. Ich habe Ihnen da mal eine bestellt. Och, das ist ja lieb. Was ist denn das für eine? Das ist eine Pizza Giganto mit Schinken, doppelt Käse, Sauce Hollandaise und extra viel Bacon. Nee, das ist meine absolute Lieblingspizza. Woher wussten Sie das? Nun, da reicht doch ein einziger Blick, Oliver, und... Bacon. Ja, Bacon ist super. Vor allem besonders gut in der Kombination mit dem Kochschinken. Ja, nur, dass der Kochschinken gar kein Kochschinken ist, was? Sondern ein, ich zitiere, Vorderschinkenerzeugnis. Zusammengefügt und geformt, grob entfettet, ohne Schwarte, mit Trinkwasser und Stärke, gepökelt und gegart. Bleh. Was? Ist ja ekelhaft. Aber der Käse ist super, Kühler. Der Käse ist super. Ja, Oliver. Ja, aber auch der Käse ist, Überraschung, kein echter Käse. Was? Nein, ein Kunstprodukt aus Wasser, Pflanzenfett, Protein und Geschmacksverstärkern. Tja, das Zeug hat nie eine Kuh von innen gesehen, Oliver. Ach, Mensch. Können Sie mal aufhören, mir meine schöne Pizza madig zu machen. Ne? Diese ekelhaften Sachen stehen ja auch nicht umsonst nicht auf der Packung drauf, weil man sonst schlecht draufkommt. Ne? Apropos Packung, die ist sehr groß. Warum ist die Pizza denn so klein? Das ist Beschiss, Tina, das ist Beschiss. Und damit haben Sie das Dilemma schön zusammengefasst, Oliver. Wir Deutschen fressen quasi jeden Dreck. Aber wehe, es ist zu wenig Dreck in der Packung drin. Dann gehen wir auf die Barrikaden. Weil es eine Sauerei ist. Ja, nicht verdammt. Weil es eine Sauerei ist. Furchtbar. Hier sehen wir Röntgenbilder von Lebensmittelverpackungen. Oliver, da wird geschummelt, was das Zeug hält. Und es funktioniert, weil die Leute glauben, dass 100 Gramm Knäckebrot automatisch mehr werden, weil es in einem großen Karton verkauft wird. Ah, verstehe. Also ein bisschen wie das Prinzip vom Wonderbra. Wonder was? Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Das ist eher wie bei Ihnen, Oliver. Nur weil Sie einen großen Kopf haben, sind Sie ja auch nicht intelligenter als andere. Na, doch, also in aller Bescheidenheit, ich glaube schon, Tina. Mhm. Dann schauen wir uns doch auch mal Ihre Gehirnverpackung an. Auf! Was?
Der ist echt? Ich dachte, den kann nur ich hören. Sehen Sie, jeder bekommt das Essen, was er verdient. Wissen Sie was? Ich glaube, ich nehme auch so ein Stück. Ja, gerne. Och, tut mir leid, ich habe schon alles aufgegessen. Tina Austen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Sorry. Entschuldigung. Aber die ist so lecker. Oh, mit extra viel Analogkäse. Jetzt habe ich den Analogkäse den Rest der Sendung in den Zähnen hängen. Naja. Aber was genau machen versteckte Inhaltsstoffe mit unserem Körper? In Zeiten, in denen die Deutschen, Sie haben es bestimmt auch gelesen, nachweislich immer dicker werden. Darüber reden kann natürlich jeder, aber nur wir sind bereit für einen gnadenlosen Selbstversuch. Und mit wir meine ich natürlich Olaf Schubert. Immer mehr Übergewichtige in Deutschland sind zu dick. Das heißt, zu viel Körpergewicht ist auf zu geringer Körperfläche verteilt. Ich begebe mich mit Ernährungswissenschaftlerin Frau Schaper auf die Suche nach den versteckten Fetten. Na, dann mal los. Was muss ich tun, um zuzunehmen? Wie kann ich dort am effizientesten die Keule ansetzen? Am besten als erstes nehmen Sie eine gute Anzahl von Fett. Tegernseer Salatgenuss. Wäre ich damit gut bedient? Da wären Sie hervorragend mit bedient. Wie viele Flaschen empfehlen Sie? Mehr als eine Flasche werden Sie sicherlich rein konstitutionsmäßig nicht haben. Da kennen Sie den Olaf aber schlecht. Sie ernähren sich sehr gesundheitsbewusst. Ich sehe nur wenig Produkte. Ist das eine bewusste Entscheidung? Nein, ich bin noch nicht fertig. Kalorien, Zucker, Fette, Emulgatoren, Zusatzstoffe, Backtriebmittel. Stellt euch, kommt in mich, ihr Feiglinge. Ist es denn im Interesse der Nahrungsmittelindustrie, dass übergewichtige Probanden durch die Gegend rollen? Teilweise schon, weil sie dadurch einen höheren Absatz bekommen. Mit solchem Osmosegedöns zieht man das Zunehmen ja nur unnötig in die Länge. Allerdings verzichtet man damit auch auf wertvolle und wichtige Pestizide. Wir haben ja hier einen jungen Erdenbürger im Schlepptau. Achten Sie da bewusster auf Ernährung auf als vorher? Ja, das betrifft natürlich im Augenblick erstmal meine eigene Ernährung, weil er ja noch gestillt wurde. Das heißt, es ist sozusagen momentan eine Sondersituation. Wie war es vorher, bevor Sie sich den kleinen Ronny angeschafft haben? Das ist der kleine Hans. Wenden wir ihn einfach mal. Mike, kann man zusammenfassend sagen, ich habe alles falsch gemacht? Schlechter geht's wirklich nimmer. Das hört man gerne. Insgesamt denke ich ja, ist die Gewichtszunahme nur eine Antwort auf den Sarrazin-Diskurs. Denn es gibt immer weniger Deutsche, aber die sind dafür immer schwerer. Also von der Netto-Fleischeinwaage bleibt Deutschland konstant. Und damit übergebe ich mich zurück ins Studio. Olaf Schubert, vielen Dank. Und jetzt, meine lieben Freunde, holen wir uns mal ein bisschen Glanz in diese triste bürgerliche Sendung. Shootingstar Karl Theodor zu Guttenberg auf allen relevanten Titelbildern inklusive, was weiß ich, Bravo Girl. Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Der Mann musste diese Woche mehrfach erklären, dass er nicht nächste Woche Kanzler wird. Bei dem Hype würde manche abheben. Aber nicht unser Freiherr. Man darf nie das Gefühl haben, dass man im politischen Geschäft ein Star wäre, sondern man hat verdammt nochmal seine Arbeit zu machen. Spaß macht in der Politik sehr wenig, weil man mit Spaß eine falsche Beschreibung finden würde. Bodenständigkeit, Bescheidenheit und auch Demut gegenüber dem Amt, das man ausfüllen darf. Man macht eine Aufgabe gerne und ich mache diese Aufgabe als Verteidigungsminister außerordentlich gerne. Und ich werde definitiv, auch wenn es mal stürmt, stehen bleiben. Danke Ihnen. Bitte Ihnen. Der bedankt sich noch bei uns. Das müsste der gar nicht. Nimmt sich die Zeit für einen Dank. Er macht sich echt kaputt für dieses Land. Haben Sie es gehört? Deshalb lieben ihn die Menschen draußen im Lande. Die lieben ihn. Zum Beispiel diese, hier, wie heißt nochmal, dieser extrem gut angezogene Loserhaufen. Junge Union, genau. Er trifft auch gerade das Gefühl der Jungen Union, das Streben auch, das Konservative wieder nach vorne zu stellen und modern zu sein, beides gleichzeitig. Er verkörpert das einfach auf eine unbeschreibliche Weise. Ja, auf unbeschreibliche Weise. Worte reichen natürlich auch gar nicht aus, um dieses Lichtwesen zu beschreiben. Ne?
Die Sehnsüchte einer ganzen Nation werden auf einen Mann projiziert und vom Glanz seiner gegelten Haare auf uns einfache Menschen zurückgeworfen. Ja, Sie haben recht, ich bin neidisch. Der Gutenberg, der kann sich doch gerade aussuchen, ob er Ministerpräsident wird, Kanzler oder Papst. Wie kann man so beliebt sein und so viel Glück haben? Mann, hoffentlich hat er wenigstens private Probleme. Die schönste Erinnerung ist immer mit ihr, egal wo und wann man hier war. Wir sind einfach immer noch zwei Menschen, die sich furchtbar gerne haben. Verdammt! War ja klar. Glücklich ist er auch noch, toll. Aber ich wette hier, er kann nicht, Klavier spielen. Ach, leck mich doch. Kein Bock mehr auf das Thema, ehrlich jetzt. Können wir nicht mal wieder über einen Politiker reden, der so ist wie wir? Also langweilig, farblos, durchschnittlich. Hier Christian Wulff zum Beispiel. Ne? Unser Bundespräsident war die ganze Woche in der Türkei unterwegs und auf der Fokus-Titelseite. Haben Sie es gesehen? Hier. Frechheit, oder? Fokus-Titelblatt. So viel zur gerne zitierten Würde des Amtes. Ganz abgesehen von dem billigen Türken-Klischee, das hier bedient wird. Hart an der Rassismusgrenze, wenn Sie mich fragen. Aber ich freue mich schon auf die Fokus-Titelbilder für Wulffs nächste Auslandsreisen. Zum Beispiel nach Afghanistan. Ja. Oder wenn er demnächst nach Afrika fliegt. Und mein Favorit, das Titelblatt für Wulffs China-Reise. Schrecklich. Ne? Was für kranke Menschen denken sich sowas aus? Ach ja, wir. Ja, vor dem türkischen Parlament hat Wulff als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine seiner berüchtigten, inzwischen darf man sagen, berüchtigten Reden gehalten. Und Sie als deutscher Gebührenzahler, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, haben ein Anrecht auf sämtliche Highlights aus dieser Rede. Viel Spaß. Der Dialog von Orient und Okzident, die Türkei, war zweimal Partnerland der Industriemesse in Hannover, weil über 4,5 Millionen Deutsche im Jahr Urlaub in der Türkei machen. Das Christentum gehört zweifelsfrei zur Türkei. Was? Was? Ich hab's nicht richtig mitgekriegt. Bubu, hast du's gehört? Was hat er gesagt? Das Christentum gehört zur Türkei? Das sagt er in der Türkei? Hut ab, sage ich. Hut ab. Ne? Zum Glück waren da schon alle Abgeordneten eingeratzt. Wir schalten mal live nach Istanbul zu unserem Reporter Mesut Güngen. Mesut, Wulffs, man muss schon sagen, wichtige Rede vor dem Parlament wurde ja auch live im türkischen Fernsehen übertragen. Wie waren denn die Reaktionen? Ach, ehrlich gesagt hat das hier kaum einer gesehen. Oh. Als der Wulff da so vor sich hingemurmelt hat, lief auf einem anderen Kanal gerade das türkische Glücksrad. Mm. Das ist hier voll der Straßenfeger. Echt? In der Türkei läuft das Glücksrad? Verstehe. Ich kaufe ein Ü. Ist doch diese Sendung mit Maren Gülzer. Nein, ich dachte nur, weil es im Türkischen so viele Üs. Ist ja auch egal. Mesut, hofft denn die Türkei nach dem Wulff-Besuch, dass es jetzt doch noch klappt mit der EU-Mitgliedschaft? Oliver, ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Der Türkei geht das langsam am Arsch vorbei. Hm. Im zweiten Quartal dieses Jahres ist unsere Wirtschaft um 10,3% gewachsen. 10,3%! Wenn das so weitergeht, wird die EU bald darum bitten, in die Türkei aufgenommen zu werden. Na ja, das halte ich doch für reichlich. Unwahrscheinlich. Entschuldigung. Ich höre jetzt auf. Entschuldigung. Ich habe in Istanbul schon die ersten deutschen Auswanderer gesehen. Ja? Die verkaufen hier Bratwurst und so. Ah. Mittags heißt es unter türkischen Managern immer öfter, gehen wir zum Chinesen oder gehen wir zum Aria? Zum Aria, verstehe. Und warum wandern immer mehr qualifizierte junge Türken aus Deutschland in die Türkei aus? Also warum machen die, wie wir früher gesagt hätten, rüber? Warum? Schwierig. Vielleicht fühlen die sich nicht mehr so richtig zu Hause. In einem Land, wo gerade in jeder zweiten Talkshow irgendein CSU-Fuzzi behauptet, der Türke an sich wolle sich doch gar nicht integrieren. Und das erzählen einem so bayerische Schluchtenkacker, die weitaus schlechter Deutsch sprechen als man selber! Ja, ich merke, Sie werden da jetzt ein bisschen emotional bei dem Thema. Mesut, bedenken Sie bitte, so denken ja nicht alle Deutsche. Nein. Nee, natürlich nicht. Mir zum Beispiel geht's doch Gold bei der Heute-Show. Ja. Mit dem tollen neuen Schreibtisch, den ihr mir jetzt gegeben habt. Ja, Mesut, ich denke... Mein eigener Schreibtisch. Mhm. Der steht genau zwischen Kopierer und Herrentoilette. Ja. Voll integriert. Vielen Dank auch. Ich träume schon nachts von der scheiß Kospülung. Ja, muss mich entschuldigen, aber in der Heute-Show-Kantine war Mexiko-Woche und mein Magen ist... Ja, whatever.
Ich muss jetzt los, Glücksrad fängt gleich an. Auf Wiedersehen! Ja, Mesut, wenn Sie mal wieder in Köln sind, ich lade Sie zum Aria ein. Mesut Güngen, meine Damen und Herren, kriegt ja schon einen neuen Schreibtisch und ist immer noch am Meckern. Gut, einen Vorteil hat diese, man darf sagen, endlose Islamdebatte natürlich. Durch Sie bekommt auch das gute alte Christentum plötzlich wieder Rückenwind. Wer hätte das gedacht? Und das freut besonders die Kanzlerin. Lasst uns doch mal über das Christentum wieder reden. Lasst uns das doch mal mit fröhlichem Herzen verkünden. Genau. Oder mal eine Runde beichten. Und euch eine Runde schämen. Zum Beispiel für euer unchristliches Sparpaket. Wie oft machen wir denn das? Gar nicht. Das ist ja das Problem. Wird jetzt ein bisschen privat, aber ehrlich gesagt, diese neue schnippische Merkel finde ich irgendwie fast geil. Strenge Gouvernante mit Tendenz zur Domina. Oder darf man das nicht sagen im Fernsehen? Würde Oliver Welke auch dann noch Witze über Merkel und Co. reißen, wenn er dafür hinter Gitter müsste? Nein. Beziehungsweise nein, ich bin doch nicht blöd. Seit dieser Woche ist es offiziell. 244.000 Menschen haben bei Google Street View Widerspruch eingelegt. Das heißt, deren Häuser dürfen im Internet nur noch verschwommen gezeigt werden. Ich finde das merkwürdig. Was haben diese Leute zu verbergen? Google Street View ist ja, muss man ja mal so sehen, auch eine Art Chance, dass die User zum Beispiel, sagen wir mal, in Kirgisien mal sehen, wie sexy unsere geklinkerten Fassaden aussehen. Lutz van der Horst über Unser Dorf soll schöner werden 2.0. Ach, was ist die Welt doch schön. Man darf nur nicht genauer hingoogeln, wie hier nach Pulheim bei Köln. Da ist optisch noch reichlich Luft nach oben. Grund für mich, Lutz van der Horst, aktiv zu werden. Ich gebe mich heute als Beamter für Tourismus aus, der das unscheinbare Städtchen für Google Street View aufhübschen möchte. Kein Unkraut soll stören, statt Kot vor der Tür, Haute Couture. Und kein Müllcontainer im Vorgarten soll das digitale Bild verschandeln. Erst dann werde ich die Freigabe für das Google-Mobil geben. Mein Name ist Van der Horst, hallo. Ich bin vom Amt für Tourismus und Stadtentwicklung, hallo. Und zwar haben Sie ja bestimmt gelesen, aber was... Aber ungeschminkt möchte ich das nicht. Ach, Sie sehen doch wunderschön aus. Ja, aber verarschen kann ich nicht selbst. Ja. Nein, muss nicht sein. Möchte ich aber nicht. Nee. Nein. Ja? Nein. Im Sinne von ja? Im Sinne von nein. Ja, was wiederum nicht in meinem Sinne ist. Aufgebrachte Bürger wollen aus der digitalen Google-Krake Kalamari machen. Es wird zurückgeschossen und gebellt. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Doch ich gebe nicht auf und habe Erfolg. Ja! Okay. Einige Anwohner denken mit. Wie, hast du ein neues Blümchen? Ist auf dem Tisch. Die Sonnenblume ist ja wohl Fritte, die hast du schon abgeschnitten. Die Sonnenblume ist Fritte, Biene. 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 So, jetzt wieder hinsetzen, in den Arm nehmen, ein bisschen knuddeln. Bisschen knuddeln. Knuddeln, liebhaben. Das Auto kommt. Das ist Pulheim 2.0. Statt Fritterblumen knuddeln für Google. Also es ist im Prinzip ganz easy. Wir machen im Prinzip nur ein schönes Foto von Ihrem Haus. Wir machen es schön. Machen? Vielleicht kommen Sie auch mal runter. Nö, ich bin nicht gerne Fotografier oder so. Ja, Sie möchten nicht so gerne dann auch das Foto drauf. Ist aber kein Problem. Wir haben eine gecastete Ersatzfamilie, die würde sich dann einfach wieder. Der Bürgerwille wird selbstverständlich respektiert und es wird mit einfachen, aber wirksamen Mitteln ein optimales Resultat erzielt. Alle sind zufrieden. Hausbesitzer, Google und Pulheim. Das übrigens gar nicht mehr so scheiße aussieht von hier oben. Im Gegensatz zu Grönland, da oben links. Lutz van der Horst, ab sofort Ehrenbürger von Pulheim. Gut. Bleibt mir nur noch, Ihnen mit den Worten der Kanzlerin zu sagen, das war die Heute-Show. Jetzt kommen die Vorleser. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.